Zum Glück wissen die Menschen heute recht wenig über die Folgen von Atomexplosionen. Und unsere Forschungen stützen sich auf Tragödien, die sich in Hiroshima und Nagasaki ereigneten. Damals forderten zwei mächtige Bomben mehr als 200.000 Menschenleben. Und das sind nur die Menschen, die in den ersten 6 Monaten nach den Katastrophen gestorben sind. Aber kann das Wissen, das die Menschheit in den letzten Jahren erworben hat, den Bewohnern von Großstädten helfen, solche Folgen zu vermeiden? Nehmen wir New York, eine der größten und am schnellsten wachsenden Städte der Erde, als Beispiel. Und finden wir heraus, was bleibt von einem Menschen nach einer Atomexplosion übrig? Welche Gebäude können zu einer Gefahr für die Zivilbevölkerung werden? Und würden die fortschrittlichsten Städte wie New York einem Atomangriff standhalten können? Dieses Video wurde zu Bildungszwecken erstellt. Zunächst müssen wir herausfinden, ob eine Bombenexplosion in New York mit der Kraft von 15 Tonnen TNT genauso gefährlich ist, so wie bei Little Boy, der Atombombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde. Um dies zu tun, sollten wir die Ereignisse rekonstruieren. Am 6. August stiegen mehrere Kampfflugzeuge in den Himmel über der friedlichen japanischen Stadt auf. Ich sollte jedoch anmerken, dass abgesehen von Colonel Paul Tibbets, die Besatzung keine Ahnung hatte, was für eine Bombe sie an Bord hatte. Um 8.14 Uhr Ortszeit gab es eine laute Explosion über Hiroshima. In der ersten Nanosekunde entstand am Ground Zero ein Feuerball, der auf einen Durchmesser von 30 Metern anwuchs. Seine Temperatur erreichte 300.000 Grad Celsius. Die erhitzte Luft über dem Boden begann zu glühen. Die Flugzeugbesatzung, die das Gebiet eilig verließ, erinnerte sich später daran, dass alles um sie herum blau glühte und dass sie einen seltsamen metallischen Geschmack im Mund hatten. 80.000 Menschen starben auf der Stelle. Sie wurden buchstäblich vom Erdboden verschluckt. Aber darauf komme ich etwas später zurück. Wenn also eine solche Bombe zum Beispiel das heutige New York trifft, werden die Auswirkungen genauso schrecklich sein? Leider werden sie höchstwahrscheinlich noch schlimmer sein, da Japan ein Inselstaat ist. Und das bedeutet, dass sich die Druckwelle nicht weiter über das Festland ausbreiten konnte. Außerdem waren die Japaner Erdbeben gewohnt, was ihnen half, am Leben zu bleiben. Viele Gebäude in Hiroshima wurden aus Reispapier und leichten Materialien gebaut, damit die Menschen nicht lebendig unter schweren Betonplatten begraben wurden. Inzwischen könnten die architektonischen Wunder von New York einen bösen Streich spielen. Was passiert also mit den New Yorker Gebäuden, wenn jemand plötzlich eine Atombombe auf sie wirft? Wenn eine Bombe mit der Sprengkraft von 15 Kilotonnen TNT auf dem Times Square einschlägt, erzeugt sie innerhalb der ersten Nanosekunden einen riesigen Feuerball, dessen Temperatur mehrere hundertmal höher ist als die der Sonne. Der Lichtblitz wird jeden im Raum blenden. 20 Kilometer bis nach Queens und Newark. Es dauert nur 4 Sekunden, um das Rockefeller Center in ein schreckliches Chaos aus Beton und Stahl und Leuten zu verwandeln, die den denkbar schlechtesten Zeitpunkt zum Ausgehen gewählt hatten. Berühmte New Yorker Wolkenkratzer alleine, die werden zu einer eigenen tödlichen Waffe. Die Druckwelle wird alle Glasflächen in Tausende von Scherben zerspringen lassen. Sie werden sich mit enormer Geschwindigkeit bewegen, immer weiter zerbröseln und sich in alles graben, was sie auf ihrem Weg treffen. Die Druckwelle wird sich über ein Gebiet von fast 70 Quadratkilometern erstrecken. Sie wird alle Fenster zerstören. Das American Museum of Natural History und vor der Freiheitsstatue auch nicht Halt machen. Die Chancen zu überleben werden angesichts des Ausfalls von Handys und Computern deutlich geringer sein. Ein elektromagnetischer Impuls, der durch die nukleare Explosion ausgelöst wird, wird alle Geräte einfach außer Gefecht setzen. Die schlimmsten Auswirkungen werden durch etwas verursacht, das wir nicht einmal sehen können: die Strahlung. Aber wie genau wird sie sich auf die Menschen auswirken? Die Tragödie von Hiroshima hat der Menschheit eines der schrecklichsten Phänomene der modernen Zeit vor Augen geführt: Atomschatten. Diese, sagen wir, Denkmäler sind die einzigen Überreste der Menschen, die sich zufällig in der Nähe des Zentrums der Explosion befanden. In der ersten Sekunde nach der Detonation einer Bombe ist die Menge der freigesetzten Energie so groß, dass sie nur ein Augenzwinkern Zeit braucht, um einen Menschen zu verdampfen. Der Rest wird dauerhaft in den Asphalt oder Beton gebrannt. Und selbst dieser Tod ist nicht der quälendste.
Denn ein Mensch verschwindet schneller, als er Schmerz empfinden kann. Das furchterregendste Schicksal wartet auf diejenigen, die in 3 bis 6 Kilometern Entfernung vom Nullpunkt waren. Das liegt daran, dass die größte Gefahr einer Atomwaffe nicht die verheerende Zerstörung ist, sondern die Strahlenkrankheit, die jedes Lebewesen in der Umgebung angreift. Innerhalb einer Stunde nach der Detonation bedeckt die radioaktive Wolke ein Gebiet von 50 Quadratkilometern. Die Menschen werden dazu aufgefordert, das Gebiet innerhalb von 75 Kilometern vom Zentrum der Explosion entfernt für mehrere Jahre zu verlassen. Wenn eine Atombombe plötzlich über dem Zentrum New York explodiert, werden 250.000 Menschen sofort sterben und etwa 300.000 weitere werden in den nächsten Monaten an der Strahlenkrankheit leiden. Aber vergessen wir nicht, dass die Tragödie von Hiroshima fast 80 Jahre zurückliegt. Vielleicht verfügen die Menschen jetzt über das Wissen, das helfen kann, die Auswirkungen einer Atomexplosion zu verringern. Das amerikanische Interagency Modeling and Atmospheric Assessment Center entwickelt Rettungspläne für verschiedene Notfälle, darunter auch für einen Atomangriff. Wenn eine Katastrophe eintritt, beginnt die Organisation sofort mit der Verfolgung der radioaktiven Wolke und sendet alle Prognosen an die Bundesbehörden. Und dann werden diese Daten verwendet, um die Evakuierung im Notfall einzuleiten. In vielen Großstädten, besonders in denen, die in Erdbebengebieten liegen, gibt es vorgefertigte Evakuierungspläne und unterirdische Bunkeranlagen. 18.000 Bunker gibt es in New York. Mehr als die Hälfte fungieren heute allerdings als Bar und Restaurants. Also werden diese Orte ziemlich nutzlos sein. Traurigerweise werden die meisten Bürgerinnen und Bürger nach der Explosion der Bombe ohnehin nicht in der Lage sein, sich zu schützen. Man muss schon sehr viel Glück haben, um in der Nähe von Ground Zero zu überleben. Wie Aizo Nomura. Der war nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der die Bombe einschlug und die Tragödie von Hiroshima begann. Er blieb am Leben, weil er beschlossen hatte, in den Keller zu gehen, um einige wichtige Dokumente zu holen. Es scheint, dass in den letzten Jahrzehnten vielen Ländern gelungen ist, diese neuartige Waffe zu entwickeln, aber nicht die Möglichkeit, ihr zu entkommen. Das ist verwirrend, denn die einfache Logik besagt, wenn du schießen kannst, dann kannst du auch erschossen werden. Ich habe New York City als Beispiel genommen, um dir zu zeigen, was mit einer modernen Stadt passieren kann, wenn eine Atombombe mit einer Kraft von 15 Tonnen TNT über ihr abgeworfen wird. Aber in den Arsenalen einiger großer Länder befinden sich Atomraketen, deren Sprengkraft 300 Kilotonnen TNT entspricht. Ich hoffe, wir werden nie erfahren müssen, was nach einer solchen Explosion passiert.